Hallo und herzlich willkommen zu meinem homöopathischen Adventskalender. Mein Name ist Marvin Zander und es ist mir eine Freude, dir in den nächsten 24 Tagen die Homöopathie praktisch zeigen zu dürfen. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und einige neue Erkenntnisse. So, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, bist du immer noch dabei. Und ich hoffe, der Podcast ist für dich genauso schön wie für mich. Ich habe so viel Kontakt mit euch. Das ist ja, wenn man sonst immer nur auf den Monitor starrt, wirklich also eine ganz, ganz tolle Abwechslung. So viele tolle E-Mails, Kommentare und auch Diskussionen mit den Leuten, die man dann so in echt trifft. Die wenigen, die man noch sehen kann, sind auch mal sehr positiv so. Ja, danke auch an euch, dass ihr mir den Adventskalender so dermaßen versüßt. Und auch ganz, ganz lieben Dank an alle, die den immer wieder geteilt haben. Ist wirklich eine Riesenfreude für mich. Wir versuchen ja immer noch, den YouTube-Kanal auf 1000 Abonnenten zu bringen, damit wir dort YouTube live machen können und nicht mehr auf Facebook live sein müssen, dürfen. Damit auch Leute, die kein Facebook haben, an den Live-Interviews teilnehmen können, wenn wir das nächstes Jahr wieder machen. So, falls du noch nicht abonniert hast, lade ich dich herzlich dazu ein. Oder falls du noch jemanden kennst, den YouTube-Abonnement dalassen könnte, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Aber noch viel wichtiger ist mir natürlich, als irgendeine Abozahl zu erreichen, dass ihr Freude habt mit dem Podcast und ich Freude habe mit dem Podcast und ich habe Freude. Also ist schon mal eine der Sachen erfüllt. Also, beim letzten Mal hatten wir die Frau mit der Schwangerschaftsübelkeit, hoffe ich. und da habe ich ihr gegeben Colticum C30, 6 Dosis. Genau. Bin gespannt, was ihr gegeben hättet. So, jetzt haben wir schon wieder eine Frau mit Problemen rund um Schwangerschaft, allerdings danach. Und zwar eine Dame, die mich angerufen hat. Sie hat seit 3 Tagen zunehmende Beschwerden in der Brust beim Stillen einseitig. Und da haben sich so, wie typisch für so einen Bruststau beim Stillen, so sehr harte Knoten gebildet. Und sie hat jetzt das Gefühl, dass inzwischen die ganze betroffene Brust fast wie ein Stein ist und sehr, sehr schmerzhaft ist. Vor allen Dingen jeder Schritt, also jeden Schritt, den sie macht, der tut ihr weh. Sie hat auch schon einige Arzneien genommen, darunter auch Belladonna, wegen der Erschütterungsempfindlichkeit. Das hat leider nicht funktioniert. Oder, also, es ist einfach mal weitergegangen. Ne? Druck verträgt sie auch überhaupt nicht. Sie hat es aber herausgefunden, weil am Anfang war das für sie ganz schlimm. Den BH oder auch nur einen Pullover oder ein T-Shirt drüber war ganz schlimm. Hat sie gar nicht vertragen, die Berührung. Es ist aber inzwischen so, dass es ihr fast angenehmer ist mit einem festen BH. Also so ein Sport-BH, der die Brust unterstützt, weil sie dann beim Bewegen, also wenn sie läuft, nicht mehr so stark die Brust bewegt und das ist grundsätzlich ihr angenehmer. Die Schmerzen haben auch angefangen, in die Achselhöhle auszustrahlen, so das ist auch ein ernsterer Fall inzwischen gewesen und deshalb habe ich sie zusätzlich noch schicken wollen. Sie war aber bereits schon in Betreuung von Hebamme und ich glaube auch einem Arzt, habe ich nicht aufgeschrieben, auf jeden Fall die Hebamme, ein Arzt, genau, weil sie hatte auch schon die Antibiotika daheim und wollte die nicht nehmen, ist immer eine gefährliche Situation. Habe ich gesagt, okay, wir geben uns mal eine Stunde Zeit und schauen, weil meiner Erfahrung nach die korrekte Arznei eben schnell wirkt und habe ihr gesagt, sie mögt doch das Mittel, was ihr dann recherchieren dürft, bis nächstes Mal, wenn ihr noch nicht wisst. Habe ich gesagt, sie soll das nehmen, alle 15 Minuten viermal mich nach einer Stunde anrufen und wenn es nicht irgendeine Form von Besserung gibt, dann ist es gesetzlich gesehen deutlich besser, dann auf die Antibiotika zurückzugreifen. Ja, einfach, weil es da ja auch Regeln gibt für solche Sachen und die dehne ich nur sehr ungern. Aber eine Stunde denke ich immer wieder, das haben wir. Ist ja auch sozusagen der Wunsch der Patientin gewesen, ne? Genau. Und glücklicherweise, deshalb bringe ich den Fall, ist das nach einer Stunde
wirklich schon so beeindruckend viel besser geworden, dass selbst die Patientin es nicht glauben konnte. Seither arbeite ich übrigens immer mal wieder mit auch der Hebamme zusammen, die auch sehr beeindruckt war. Ist auch einer der ersten Fälle, die ich mit diesen Symptomen behandelt habe. Deshalb ist der mir auch sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Genau. Viel mehr Symptome habe ich auch nicht genommen. Das ist so ein klinischer Tipp. Das weiß man entweder oder eben nicht. Und ansonsten wisst ihr es jetzt dann nach der nächsten Folge. Und deshalb wünsche ich euch jetzt noch ganz, ganz eine tolle Adventsabend oder wann auch immer ihr das hört. Ne? Und ja, bis bald. Bleibt gesund. Tschüss. Ich hoffe, dir hat auch diese kleine Episode gefallen. Du bist schon ganz heiß darauf zu hören, welche Arznei die Lebenskraft dieses Menschen zur Selbstheilung angeregt hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den homöopathischen Adventskalender auch mit deinen lieben Freunden und Kollegen teilen würdest, sodass noch mehr Menschen von dieser wunderbaren Heilmethode erfahren dürfen. Danke und eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.